Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David stammen. Mit zierlichen Trieben.
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Selbst das Meer.
Erden erschaffen muss in harten Krippen schlafen. Dir die ganze Welt erhört. Starker Gott.
Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtet um sie. Und sie fürchten sich sehr. Weil das Holde
Oh,
Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Dass es uns heut so schön gelinget. Auf, denn wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen.
Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander.
Sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef. Dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie ihrem Herzen.
Wie denn zu ihnen gesaget war.